nicht, oder? Spielt ihr gerade mit uns? Nein, das tun die nicht. So, meins, das ist von Dani. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Ihr könnt gerne zu uns kommen, nur wie gerade eben, dann wissen wir, dass ihr da seid. Dann können wir das auch nochmal zeigen. Oder wenn ihr zum Beispiel möchtet, dass wir euer Haus verlassen, dann lasst das Gerät bitte ausschlagen. Dann werden wir in Frieden gehen und euch dann für heute hier in Ruhe lassen. Danke. Du meinst hier? Okay. So, hier hatten wir ja gerade den heftigen Ausschlag mit, bevor wir dann zu unserem... Ja. Weil da ist definitiv irgendwas, weil ich sehe die ganze Zeit einen Schatten an der Wand. So, warte mal, hier, da muss ich es reinhalten. Möchtet ihr, dass wir gehen, dann lasst das Gerät bitte ausschlagen und dann werden wir euer Haus verlassen. Dürfen wir noch ein wenig Zeit hier mit euch verbringen, dann lasst das Gerät bitte ausschlagen. Dann kommt einfach zu dem Gerät oder tippt darauf. Weder noch Antwort. Meine Kamera tut bloß nicht auslösen. Du meinst der schwarze Schatten, der da gerade war? Ich nehme das K2 mal kurz weg, um mir das mal anzugucken. Auf der Kamera habe ich nichts. Aber hier wieder Kontakt. Okay. Also auf jeden Fall ist mein Camcorder gleich leer. Von 3 Balken auf 1 Balken. Also wirst du energetisch gerade benutzt? Ja. Oder dein Gerät besser gesagt? Ja. Das kennen wir, das hatte ich ja gestern. Ne? Kamera, Akku 2/3 voll, 10 Sekunden an und leer. Und so heftig hatte ich das noch nie. Und vor allem, dass ich auch die Geräusche drauf hatte. Das war so noch nicht da. Ne. Ich kann hier mal hingehen. Die ganze Zeit steht Tom. Hast du mal die Kamera gehabt? Tom bewegt sich weg. Zack. Wenn hier jemand ist, danke. Ich brauche schon gar nicht mehr meine Fragen wirklich stellen. Ja. Unschärfe. Ist halt drauf. Ist kalt. Jetzt wird mir auch kalt. Was heißt kalt, ist kühler, sagen wir es mal so.
Möchtet ihr, dass wir gehen? Sollen wir für heute euer Haus verlassen? Dann lasst das Gerät bitte jetzt ausschlagen. Ihr könnt gerne zu uns kommen. Was? Ja. Da ist was drauf. Was hast du drauf? Ich habe hier an der Seite wieder sehr helle so Lichtschatten. Lichtstrahle, Lichtkegel. Ich mache das mal ein bisschen heller eben. Kann man Ronny besser sehen. Also ich habe hier auf der Kamera definitiv jetzt in diesem Winkel sehr helle Lichtkegel eingefangen. Für ein paar Sekunden, trotz nur Rotlicht, sind diese Lichtkegel sehr deutlich zu erkennen. Okay. Eigentlich müsste da nur Rotlicht sehen und man hätte diese hellen Lichtkegel nicht sehen können. Okay. Also, und die sind definitiv drauf. Die tanzen ungefähr 2-3 Sekunden, tanzen die auf der Seite in der Kamera. Und das K2-Meter hat trotzdem nicht reagiert. Das muss das ja auch nicht, ne? Wie gesagt, das ist bekannt. Ja, also das, ich freue mich dann auf die Auswertung. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also ich glaube auch... Eindeutiger ging es jetzt nicht mehr. Also so wie gestern Abend? Ja, ja. Also das war jetzt definitiv eindeutig. Und da kann definitiv kein Licht gewesen sein. Nee. Okay, ich mache mein Kameralicht wieder dunkler. Ja, können wir es besser sehen, noch ein bisschen zu hell. Ich mache es jetzt erstmal weg, mal gucken, ob man dann bei der Tür was sieht. Nee. Wenn hier jemand gerade bei uns ist, kommt doch bitte auf eins der Geräte zu. Dann sehen wir, dass ihr da seid. Kannst du diesen Lichtkegel nochmal machen? Ja. Das ist ein interessantes Phänomen. Da, jetzt. Siehst du, das ist drauf? Ja. Bei Dani überhaupt nicht, das Ding schlägt nicht aus. Doch, eben mal kurz. Eben hat es ausgeschlagen bei Dani. Aber bei ihm sind 2 an, bei mir ist bloß 1 an. Ja, wie ihr seht, wir haben unterschiedliche Ergebnisse, aber so ist das jetzt halt. Jetzt ist mein Akku leer. Völlig ausgelutscht. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Ronnys Akku ist gerade komplett leer gelutscht worden. So wie meiner gestern. Das ist also schon auch ein sehr interessantes Phänomen. Ja, völlig roten. Mein rechter Arm wird gerade warm. Jo, voller Kontakt, ja. Bist du auf Danis K2 gerade übergesprungen? So wie gestern Abend, wo mein hier. Mein rechter Arm wird gerade warm. Ja, wo hier gestern Abend absolutes Chaos war. Das fühlt sich an, als wenn da gerade mir einer anfasst.
Berührt gerade einer Dummies rechten Arm? Ich werde mir das mal hier anschauen. Ja, wie man sehen kann, ist halt auch, die läuft die ganze Zeit mit, K2 immer noch davor. Ist auch nicht mehr wirklich kalt. Jo, sind beide gerade. Ja. Möchtet ihr, dass wir jetzt gehen und euer Haus verlassen, dann lasst das Messgerät von Dani oder von mir bitte einfach ausschlagen und dann werden wir heute in Frieden gehen und euch alleine lassen. Wollt ihr noch, dass wir bleiben? Ich würde sagen, gerade fast irrational, bin mir aber nicht sicher, ob ich das Wort einfach so verwenden sollte. So ein bisschen schwierig. Kannst du mal raus. Also Schatten sehe ich nicht gerade. Wir können Folgendes machen. Wir lassen mein Setup mit Dannys K2 hier liegen. Gehen mal kurz eine rauchen, lassen Kamera hier unten komplett weiterlaufen. Mhm. Und dann kommen wir wieder runter. Und können dir noch abschließend 2, 3 Fragen stellen. Ja. Und dann vielleicht nochmal 10 Minuten, weil ich will das hier auch nicht als Video unbedingt ewig machen. Mhm. Weil auf Dauer ist es halt, glaube ich, langweilig, wenn... Ja, auf der anderen Seite ist es halt wieder das Phänomen, so wie gestern, was ist mit Audioanalyse von meiner Cam, ne? Was ist mit Bildanalyse? Das ist halt schwierig, ne? So. Wollt ihr, dass ich alleine hier bleibe? Wenn ihr möchtet, dass Ronny hier unten kurz alleine mit euch ist, während Dani und ich rausgehen, dann lass das Gerät bitte einfach ausschlagen. Sollen wir alle kurz rausgehen, dann lass das Messgerät bitte jetzt ausschlagen. Ja, willst du hier unten bleiben? Ja. Okay, dann gehe ich mit Dani. Ich brauche hier unten hin. Alles klar, dann gehe ich mit Dani eben raus. Ich mache das jetzt mal heller, damit wir hier vernünftig Licht haben, weil hier dann doch ein paar Löcher sind. Monochrom? Und dann die gestellt. Dann wird die quasi da unten. Ich mache das jetzt mal komplett aus eben. Kurz dunkel, da gehen wir eben raus. Upala. Ja, da. Das ist schon interessant, ne? Genauso wie gestern Abend. Vielleicht sollten wir uns hier hinsetzen. Nee, ist nicht so dreckig. Ja. Na gut, dann setzen wir uns hier hin. Dann packe ich den Schrott hier mal eben weg. Die Glasscherben. So, wie machen wir das? K2 stelle ich hier hin. Kamera mache ich davor. Warte mal, müssen wir es ein bisschen runternehmen, damit man es sieht. Sieht man das so? Ja, sollte vernünftig sein. Und ich kann es dann nochmal näher davor stellen. Nee, ein bisschen weiter weg. So, dann sieht man das. Draußen regnet es, aber eine angenehme Luft kommt gerade rein. Ist hier gerade jemand bei uns?
Dann lass das Gerät bitte jetzt ausschlagen. In die Kamera und. Die Denker gesagt, lass uns das K2-Meter mal da hinstellen, die Kamera gegenüber und dann gehen wir komplett raus. Die können wir auch machen. Ja, mach doch einfach. Kannst du kurz sagen, was wir machen. Wir haben uns dazu entschlossen, meine Kamera und das K2 hier unten auf der Treppe mit zu positionieren und komplett rauszugehen. Ronny ist unten dann alleine und falls dann hier jemand im Treppengang und im Flur unten sein sollte, sehen wir das. Das basteln wir mal eben kurz um, lassen aber Kamera laufen, damit wir eventuell einen Ton drauf haben. Machen wir eben Licht hier an. Das ist die Frage, wo packen wir die Kamera hin? Entweder da, gegenüber. Genau. Dann mache ich Licht aus hier. Na komm, wieso geht das jetzt nicht aus? Lol, danke. So. Falls dann hier gleich was sagen sollte, wenn wir draußen sind, dann sehen wir das. Wenn du das aussprichst, dann wird ja auch immer wieder kalt.